Sehr selten geworden. Ja, das Hauptuntersuchungsdatum in dieser Maschine ist der 1.4.2022, also die Maschine hat wirklich frische Brüsten und wird daher noch einiges an Jahren zur Verfügung stehen. Drehen und dann fährt die Maschine ins Haus. Letzte Lokomotive beheimatet und ja. Dann haben wir noch mehrere Jubiläen heute, zum Beispiel die 1917, eine der Sachsenstolz, die sozusagen letzte Schnellzugentwicklung der Königlich-Sächsischen Staatseisenbahn, Baujahr 1922, hat in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Deshalb ist die Maschine auch sehr wenig geschmückt. Da daneben außerhalb des Schuppens diese kleine Maschine 89609, ehemalige preußische T3. Baujahr 1902 hat dieses Jahr ihr 120-jähriges Jubiläum und nicht zuletzt morgen auf den Tag genau vor 45 Jahren war hier der Dankabschied in Dresden-Altstadt. Deshalb wird auch morgen ein Dankabschied. Und vor 45 Jahren war der Fahrplanwechsel, damals gab es noch Sommer- und Winterfahrplan, war der Winterfahrplan in Kraft und mit dem Dachbild mit Winterfahrplan wurden die Leistungen der Dresdner 01 von diesem Jahr übernommen. Noch mehrere Jubiläen heute, zum Beispiel die 1917, eine der Sachsenstolz, die sozusagen letzte Schnellzugentwicklung der Königlich-Sächsischen Staatseisenbahn, Baujahr 1922. Hat in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum, deshalb ist die Maschine auch sehr wenig geschmückt. Da daneben außerhalb des Schuppens diese kleine Maschine 89609, ehemalige preußische T3, Baujahr 1902, hat dieses Jahr ihr 120-jähriges Jubiläum und nicht zuletzt morgen auf den Tag genau vor 45 Jahren
war hier der ganz aktiv in Dresden Altstadt. Deshalb wird auch morgen ein Dank zweimal Baureihen sein, um diesen Ereignis zu gedenken. Also bis dahin werden wir von Altstadt dann mit den Baureihen gespannt. Und vor 45 Jahren war der Fahrplanwechsel. Damals gab es noch Sommer- und Winterfahrplan. War der Winterfahrplan in Kraft und mit dem Abschluss des Winterfahrplans wurden die Leistungen der Dresdner 1 von dir jetzt übernommen. So, vorm Zaun, das sind die sogenannten Führerstandsmitfahrten hier während des Dresdner Dampflokfestes. Da ist eine große weiße Tafel, wo man sich anstellen kann. Wie gesagt, wer heute noch rankommen will, sieht noch günstig aus. Diese Führerstandsmitfahrten sind ja immer sehr begehrt bei solchen Veranstaltungen. Denn wann kommt man schon mal auf so eine große Dampflokomotive hinter oder neben den Lokführer? Da wollen ja alle hin, neben den Heizer wollen nicht allzu viele, weil der muss ja arbeiten und schaufeln. Aber wie gesagt, bis Mittag fährt die Gastlokomotive hier aus Glauchau diese Führerstandsmitfahrten. Und wie gesagt, dort beim Signal ist zurzeit das Ende der Schlange, die da auf der Lok mitfahren wollen.
Ziehen wir jetzt diese Lok auf die Scheibe und drehen die dann mal für die Fotografen. Ja, Akkuschlepper, das ist eine Erfindung am Ende der Deutschen Demokratischen Republik. Wir hatten ja nichts und wir hatten ja auch kein Diesel und Benzin. Und da hat man gesagt, wie kann ich mal schnell ein MBW, eine Lokomotive bewegen, wie kann ich mal schnell einen Wagen bewegen, ohne dass ich auf Diesel angewiesen bin. Denn wir haben ja damals den Diesel nach dem Westen verkauft, um unsere DDR-Kredite abzuzahlen. Und da ist dieses wirklich einmalig tolle Fahrzeug entstanden, was also vorn und hinten zwei große Bleiakkublöcke hat und unwahrscheinlich kraftvoll ist. Denn wenn Sie dann sehen werden, dass diese kleine Kröte diese große Dampflok hier auf die Scheibe holt, ich hoffe, sie schafft es, dann werden Sie sehen, dass das Ding toll durchdacht ist. Und was das Allertollste ist, Scheibenwischer vom Trabi, die Hupe oben vom Wartburg, die Leuchtenringe sind vom Ello. Also man hat ja in der DDR nichts neu erfunden, sondern man hat das genutzt, was schon Jahrzehnte was getaugt hat. Deshalb sind wir trotzdem untergegangen. Und wer in die Tür reinschauen kann, das Steuerrad dieses Fahrzeuges, wo die Geschwindigkeit geregelt wird, ist ein Trabi-Lenkrad. Das ist also nicht jetzt irgendwie hier so ein Ramschladen, nein, das war original so. Das aber fast. So, jetzt werden wir mal sehen, wie gesagt, die Schienen hier sind schon relativ trocken. Da könnte das klappen, dass das kleine Lokomotivchen, dieser Akkuschlepper, die Lok hier auf die Scheibe bekommt. Wenn Sie so einen Akkuschlepper zurzeit auf dem Gebrauchtwarenmarkt kaufen möchten, ungefähr 18.000 bis 20.000 Euro mittlerweile sind die Dinger wert. Man hat leider viele nach der politischen Wende verschrottet. Und heute sind die wieder richtig begehrt. Mal sehen, ob jetzt die Sandmann-Nummer hier gezeigt wird. Denn wie gesagt, wer sich noch an seine Schulzeit erinnert, oder die Jüngeren, wenn ihr auf die App geht, dann guckt mal, was Reibung zwischen Metall und Metall bedeutet. Das ist also sehr schwierig, dass man auf dem Metall Haftung, also dass Metall auf Metall Haftung hat. Und gerade wenn so eine kleine Lokomotive, so eine schwere Lokomotive rausziehen will und die Gleise feucht sind, ist die Gefahr, dass das Rad durchdreht, relativ groß. Und deshalb hat man eigentlich immer einen Eimer Sand in der Nähe und da geht man vorne weg und streut Sand, aber nur auf die Schiene. Und deshalb ist das bei mir immer die Sandmann-Nummer. Also, aber bis jetzt haben die Kollegen den Sandmann noch nicht ausgepackt. Ach, halt mal hoch deine hier da. Wer auf der Seite steht, wo ich stehe, da war schon die Sandfüchse zu sehen. Und wer jetzt in die Lücke gucken kann, der sieht, also die Sandmann-Nummer läuft. Hier in Dresden sind die sogar besser als in Hilversdorf. In Hilversdorf kommen sie immer mit der Schaufel. Und hier haben sie, glaube ich, sogar einen Sandstreuer umgebaut. So,
wie gesagt, die Sandmann-Nummer hat geholfen, wie immer. Und wie gesagt, hier die 100-jährige Dame kommt jetzt auf die Scheibe. Extra geburtstagsmäßig geschmückt, da fehlen aber noch ein paar Luftballons dran. Aber das hätte die Fotografen noch mehr zur Verzweiflung gebracht. Ich nehme an, die grüne Girlande wird einige schon anstinken. Bin ja gespannt, was dann morgen im Forum steht. Alfred quatschte Blödsinn und Lokomotive war dummerweise geschmückt. Sowas kann man doch nicht machen. Aber ich kann damit leben und die Lok auch. So, wir halten dann die Lok als nächstes am Kohlegleis an, denn wenn wir sie jetzt hier anhalten täten, hätten sie ja bloß Grünzeug. Und wir haben ja keine Bundesgartenschau in Dresden dieses Jahr. Deshalb, wie gesagt, jetzt hier, ja, vor allen Dingen die Sonne fast von vorn, also besser geht's ja nicht. So, jetzt halten wir nochmal am Schlackekran, damit die Herrschaften, die hier vorne stehen, aus der Richtung das Foto machen können. So, jetzt bleiben wir hier stehen. Der eine will es so, der andere will es so. Wollt ihr wieder runter? Gut. So. Und dann drehen wir die Lok, dass sie die Lokomotiven ganz nah erleben können. Und das gibt es so in Europa nicht gleich wieder. Ja, wie gesagt, hier zu Gast aus Chemnitz-Hilbersdorf. Wer die letzten Jahre nicht in Chemnitz-Hilbersdorf in dem Eisenbahnmuseum war, kann ich Ihnen nur empfehlen, durch die Landesausstellung hat sich dort einiges zum Schöneren verbessert. Denn nicht die Kerle auf der Lok, die werden jedes Jahr älter. Aber der Eingangsbereich ist neu gestaltet worden. Ach, reifer. Gut. Ich dachte immer nur, Frauen ist so wie Rotwein, aber beim Lokführer auch. Ja? Gut. Also wie gesagt, wer Chemnitz-Hilbersdorf die letzten Jahre nicht besucht hat, kann ich Ihnen nur empfehlen, da mal einen Blick vorbeizuschicken. So, ich gehe mal mit aus dem Bild hier. Thank you.
So, wir haben gedreht und wir fahren die Lok jetzt zum Wasserkran. Bitte ganz hinten am Zaun, der Herr dort am Gleisende, bitte den Platz räumen, falls die Lok nicht zum Halten kommt, könnte das ihr letztes Video werden. Und die Sendung Gleiten, Pech und Pannen gibt es nicht mehr. Also ihre Erben können das Video nicht gut verkaufen zurzeit. So, wie gesagt, das ist die Besonderheit des Dampflokfestes in Dresden. Fast einen Meter davor können Sie die Lokomotiven in Bewegung erleben. Solche Sachen gibt es eigentlich zurzeit nur in Sachsen noch. Woanders läuft das anders ab mittlerweile. Da steht vor jeder Lok eine Riesenabsperrung. Aber das können wir nur so lange noch machen, wie bei den Veranstaltungen nichts passiert. Also es liegt an Ihnen, ob das noch nächstes oder übernächstes Jahr möglich ist. Deshalb, wie gesagt, äußerste Vorsicht beim Überschreiten der Gleise. Nicht auf die Schienenköpfe treten. Jetzt wissen wieder viele nicht, wo der Schienenkopf ist. Das ist wie beim Menschen, der Kopf ist oben. Und deshalb heißt das Teil ganz unten der Schiene Schienenfuß. Dass Sie die Lokomotiven ganz nah erleben können. Und das gibt es so in Europa nicht gleich wieder. Nach Tharandt hochgefahren. Wie gesagt, um 17.20 Uhr, da gibt es im Raum Dresden gibt. Und wir hatten mal ein Jahr, da war hier eine Dampflokomotive zu Gast aus Luxemburg. Ja, die luxemburgische Staatsbahn leistet sich eine eigene Dampflokomotive. Und da man ja in Luxemburg kaum eine Dampflok losfährt, und dann ist man schon an der Grenze, habe ich mich natürlich gefragt, wo fahrt ja in Luxemburg, in der luxemburgischen Staatsbahn, wo eine Dampflok hin? Und da habe ich gesagt, die Nachbarländer, ich sage, das ist ja bestimmt kompliziert. Leserhose, bei uns ist das ganz einfach. Wir haben eine Truppe, heißt Lokführer, die gehen immer zum Dienstunterricht nach Frankreich. Dort machen wir den französischen Eisenbahndienstunterricht und dürfen damit nach Frankreich fahren. Eine Truppe geht nach Holland, Belgien zum Dienstunterricht und dort dann die Dampflokomotive in Holland und Belgien fahren. Und eine Truppe geht nach Deutschland zum Dienstunterricht. Und deshalb dürfen wir dann auch in Deutschland auf den Strecken die Lokomotive. Und dafür hat die DDR 20
Patente gekauft von der Österreich in den 60er Jahren. Und die Lokomotive hatte damals so eine Diesel-Ejektor-Sauganlage bekommen. Wurden die dann ausgebaut, und deshalb sagen sogenannte Fans und Sachverständige, das hat sich nicht gelohnt. Nein, die DDR hat in den 80er Jahren die Lokomotive, die so dieser Art ausgebaut. Das Patent abgelaufen ist und man hätte mit Devisen die Patente verlängern müssen und das, dafür hatte die DDR kein Geld und aus dem Grunde hat man diese Art wieder ausgebaut und jetzt überhaupt in Betrieb genommen wurde, denn die Baureihe, das war das eine und dann wurden die Lokomotiven fortlaufend nummeriert. So wie sie dann zu der Deutschen Bahn oder Deutschen Reichsbahngesellschaft dann gekommen sind. So, wenn du jetzt die Scheibe mal ganz kurz stehen lässt, komme ich mal zu dir. Zum Bahnhof verschwinden. Und wenn Sie noch 1 Meter rückwärts gehen, sind Sie in der Scheibe. Wir halten nur an für Sie, wenn wir das sehen. Thank you.
Wir werden auf 01 20 40 60 die Schild